Pace, erzählt mir jetzt mal vom Wrestling, was das Besondere dran ist. Ich finde einfach, dass Wrestling, das ist nichts wie eine andere Vorstellung. Wir haben einfach eine 360-Grad-Bühne, gibt keinen doppelten Boden in dem Sinne, kein Netz, das einen auffängt und jeder sieht immer, was hinter dem Rücken passiert. Und das finde ich das Geile an Wrestling. Die Veranstaltung ist beendet, es wird abgebaut. Bei mir steht John Klinger. Wie war die Veranstaltung aus deiner Sicht? Phänomenal. Ich meine, die Fans sind abgegangen, das Haus war voll und die Stimmung, das Nonplusultra. Kann man noch überbieten? Definitiv, bestimmt. Also wenn wir das nächste Mal hierher kommen, dann brennt die Hütte noch mehr. Definitiv. Ich glaube schon, ihr habt ganz schön heiß die Leute gemacht. Wie war das denn aus deiner Sicht, Sebastian? Also ich denke, was ich vorhin schon gesagt habe, heute sind alle zusammengekommen, die halt Wrestling hier lieben in Bremen und im Umland. Und manche sind ja, wie gesagt, auch von weiter weg gekommen. Und ich denke auch, dass alle heute Abend in den 3 Stunden ihren Spaß bekommen haben, auf ihre Kosten gekommen sind. Und ich denke, John hat heute Abend abgeliefert. Main Event, natürlich ganz klar. Wie jedes Mal. Ja, wie jedes Mal. Und ich glaube, ja, eben auch, was wir auch schon öfters gesagt haben, auch in der Pressekonferenz im Vorfeld der Veranstaltung, dass John halt eben zu unseren Top-Männern gehört. Und deswegen stand er halt eben auch heute im Hauptkampf. Und wir haben an den Reaktionen gehört, die Leute, die sind halt eben, stehen entweder hinter John Klinger oder buhnen ihn halt eben auch gerne aus. Und jeder weiß natürlich, was er an ihm hat. Und wir sind jetzt hier halt sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt wieder mal einen schönen Abend hatten in Weihe. Und ich denke, dass Heiko Dasbeck auch sehr glücklich ist, hier der Lokalveranstalter. Und deswegen hoffen wir einfach, dass beim nächsten Mal noch mehr Fans, oder bin ich mir sicher, wenn Leute von diesem Event hier heute erzählen, dann werden noch mehr Fans aus Bremen hier nach Weihe ins Sportcenter Dasbeck kommen. Ihr seid zum ersten Mal hier. Wie war es denn für euch? Ja, ganz interessant. Wir haben das erste Mal an dieser Veranstaltung teilgenommen. Wir haben das DRK unterstützt und müssen sagen, eine witzige Veranstaltung. Also mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Ich finde es super und sehr amüsant. Was gefällt dir am besten? Dass die Schauspieler bzw. Wrestler alle total sympathisch sind und die Show sehr gut abziehen. Und gut aussehen? Sehr. Also es sind sehr viele sehr hübsche Männer dabei. Sebastian, wer kommt denn heute zu der Veranstaltung? Oh, das sind ganz unterschiedliche Menschen, alle hier zum Teil aus Weihe, aus Bremen, aus dem Umland, aus Hamburg. Aber ich habe auch Leute aus dem Ruhrgebiet gesehen, die extra hier ins Sportcenter Dasbeck kommen, um hier 3 Stunden Wrestling-Action der WXW mitzuerleben. Also ich glaube, ganz Wrestling-Deutschland kommt hier auch wieder mal zusammen. Seit wann machst du das? Oh, ich mache das jetzt auch schon im 5. Jahr, Kommentator der WXW. Das heißt, ich kommentiere für die DVDs, für unser WXW Now Video on Demand Portal. Das ist so wie Netflix, nur für unser Wrestling. Ja, und ich bin Teil der WXW und ich freue mich halt hier auch bei Heiko Dasbeck hier im Sportcenter eben WXW mit präsentieren zu können. Wie ist die Stimmung denn hier? Oh, ich glaube, unglaublich gut wieder mal. Bremen sowieso ja eine Catch-Hochburg. Und ich glaube, ihr zu Hause, ihr habt was verpasst, denn ihr müsst hier hinkommen zum Sportcenter Dasbeck nach Weihe. Und wir kommen ja auf jeden Fall wieder nächstes Jahr. Also, Action im Ring ist garantiert. 3 gegen 3, 1 gegen 1, 2 gegen 2, alles ist möglich. Die großen Kerle, die beweglichen Kerle, die hier durch den Ring und durch die Luft fliegen. Es ist Athletik dabei, es ist Action dabei. Es ist alles, was man braucht für einen wunderschönen Abend, ob mit der Familie oder eben auch mit seinen Kumpels hier beim Wrestling. Welcher Kämpfer war dein Favorit? Also ganz klar Bobby Ganz. Ist für mich immer noch... Ich glaube, er ist jetzt 3., 4., 5. Mal hier in Folge hier und ist immer noch mein Favorit. Bei mir steht Bobby Ganz. Er hat heute seinen Titel schon verteidigt. Wie war es denn für dich? War es schwer? In Weihe ist ja quasi ein Heimspiel. Von daher ist es immer ein bisschen einfacher, weil ich einen Rückhalt habe. Familie ist hier, viele Freunde, viele bekannte Gesichter, die man hat. Werder hat gewonnen, das ist auch nochmal 1A. Aber mein Gegner ist natürlich schon... Das ist ein alter Weggefährte, man kennt sich ganz gut und von daher ist es super, dass ich gewonnen habe. Bin immer noch der Champion und der Gürtel steht mir. Habt ihr denn Verbandsmittel gebraucht heute? Ein bisschen haben wir gebraucht für kleinere Verletzungen, aber nichts Großes. Sind denn die Kämpfer hinter den Kulissen genauso stark und cool wie vor den Kulissen? Also sie sind schon ziemlich cool und auch ziemlich stark. Nur kleine Wehwehchen und kleine Späßchen gibt es hinten schon.
Ist das eigentlich eine besondere Ehre, wenn man so cool austrainierte Kämpfer dann bemuttern darf? Gab schon ein, zwei Hürden und die haben wir erfolgreich gemeistert, denke ich. War Englisch das Problem? Nee, eher die leichte Bekleidung.